In Carouge bei Genf halten Herr und Frau Ponte gefährliche Schlangen zur Gewinnung von Schlangengift. Diese afrikanische Viper wird bald an die Reihe kommen. Unterdessen äußert die aufgestörte Klapperschlange ihre Entrüstung. Mit einer Lederschlaufe holt Herr Ponte, der durch seine Versuche mit einem Schutzimpfstoff gegen Schlangenbisse von sich reden machte, die Bitis arietans heraus. Frau Ponte assistiert, während die Giftzähne herausgebogen werden, durch deren Kanal das Gift in die Schale fließt. Ein Biss dieser Schlangenart tötet in wenigen Minuten, ein Biss in ein Blutgefäß sogar in wenigen Sekunden. Auch diese Hornviper wird Herr Ponte hervorholen. Zunächst aber untersucht er das gewonnene Gift, das er zur Vervollkommnung des von ihm proklamierten Schutzverfahrens verwenden will.
Exotische Giftschlangen sind die unheimlichen Hausgenossen des Schweizer Wissenschaftlers Jacques Pontet. Pontet lebt gefährlich. Durch Versuche mit einem Impfstoff gegen Schlangenbisse hat er sich einen Namen gemacht. Die Reptilien sind seine unfreiwilligen Giftlieferanten. Hier eine afrikanische Viper. Die mörderischen Zähne werden herausgebogen und das Gift fließt ins Glas. Im menschlichen Körper würde es in wenigen Augenblicken tödlich wirken.